Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon eine Xiaomi 10T, 10T Lite Hülle zum Testen bekommen. Die Hülle ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist weder weich, weder zu hart. Es ist sehr gut verarbeitet, also optimal verarbeitet. Alle Anschlüsse sind offen, also vorhanden hier. Man kommt überall richtig hin, von 3,5er Klinkeranschluss bis Mikrofon und Lautsprecher. Alle beide sind oben, unten offen. Und hier die Öffnung. Da ist er magnetisch, der schnappt einfach hier zu. Und das finde ich auch sehr, sehr, sehr super. Dann haben wir zwei Kreditkarten, Einschübe da und nochmal ein Fach für Geldscheine oder für andere Sachen, die man da reinstellen will, zum Beispiel Führerschein oder was anders. Und die Silikon, wo das Ding reinkommt, das Handy reinkommt, ist auch gut. Das heißt dann nicht zu weich und nicht zu hart. Es gibt ja solche und solche, aber der ist genau hier in der Mitte. Und das finde ich auch wirklich sehr, sehr super. Und das Handy passt auch sehr gut hier rein. Und was mich am meisten wirklich freut, weil ich habe ja eine andere Hülle für Xiaomi und das hier ist zum Testen. Natürlich habe ich mir aber vorher gekauft, ist das hier, dass der Blitz hundertprozentig frei hier ist. Das freut mich wirklich, dass es jetzt sowas endlich gibt, weil bei meiner anderen Hülle, die ich mir gekauft habe vor einem Monat, ist der Blitz nicht hundertprozentig frei gewesen, weil ringsrum ist dann nochmal als Silikon, weil hier ist es wirklich komplett frei, das ist wirklich super. Es soll kein Spam sein, Amazon, bitte veröffentlicht das, das ist wichtig für Leute, die das kaufen wollen. Hier sehen wir eine andere Hülle, die ich mir gekauft habe, der Blitz kommt da nicht richtig gut raus. Wenn man mit dem Blitz fotografieren will, dann gibt es nur oben und unten Schatten. Und wenn man Video mit Blitz machen will, dann gibt es auch nur noch Schatten hier. Also ich finde diese andere Hülle, die ich jetzt bekommen habe zum Testen von Amazon, der ist wirklich top, gefällt mir wirklich sehr, weil da der Blitz keine Störungen beim Blitz gibt. Und das freut mich sehr. Und wie man hier sieht auch, das Handy passt doch wunderbar rein, also das fällt auch nicht runter und das Silikon ist wirklich nicht weich jetzt, dass es mal einfach rausgeht. Nein, das passt wirklich gut, sitzt auch sehr perfekt und man kann das Handy auch so hinstellen, zum Beispiel auf dem Tisch, wenn man da Video anschauen will oder was lesen will, wenn man alle beide Hände nicht frei hat. Also finde ich super, gefällt mir sehr von der Qualität. Man kann es auch andersrum halten, wenn man telefonieren will. Also es ist wirklich gut. Und vor allem ist es so, dass da die Anschlüsse mit dem Fingerscan zum Beispiel auch richtig, sehr, sehr richtig hinkommt. Sobald man mit dem Finger hingeht, dann ist es dann hier offen. Und das finde ich auch wirklich so. Das Handy geht gleich auf. Also da gibt es auch keine Hindernisse da. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr super, dass es super funktioniert hier. Keine Hindernisse durch den Silikon. Und die restlichen Anschlüsse, wenn man sehen kann, auf den Fotos, die ich gemacht habe, genauere Fotos, da sind auch alle richtig frei. Man kommt an alle Öffnungen vom Handy richtig ran. Also von mir gibt es hier 5 Sterne und ich kann das nur empfehlen.